Ja, nein, es ist original, aber es ist halt eher die billigere Variationen, was halt Achso, diese okay. Firma hat. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, es geht um dein persönliches Lebensglück und wie du das erreichst. Es ist einfach kurz vor dem Ende. Am Sonntag ist es soweit, das Promo-Video zu meiner neuen Modemarke M&M mit der ersten Kollektion Mexican Standoff geht endlich online. Ich komme gerade direkt vom ersten Shooting Day, den haben wir in einem Stall, in Anita Stall durchgeführt, haben dort ein paar nice Sequenzen abgedreht, morgen ist aber dann das Hauptshooting, ihr wisst Bescheid, am 19. Dezember, nächste Woche Mittwoch, ist finally der Drop, wo ihr dann ab 17 Uhr bestellen könnt. Die Wiener werden sogar im Düsami Store ein paar Pieces finden, sobald aufgesperrt ist. Also für ein paar, die campen wollen, ist das ein kleiner Geheimtipp. Danke, Mann! Ihr wisst Bescheid, Produktion in Portugal, in den gleichen lokalen Standorten, wie Balenciaga und Givenchy produzieren. Wir haben hier wirklich den Bar geraced, was die Qualität betrifft. Streetstyle in dieser Qualität zu diesem Preis bekommst du einfach nur bei M&M. Das ist das, worauf wir stolz sind, die Qualität aus Portugal. Und Stick und Print natürlich im Herzen Österreichs, im wunderschönen Wien. Aber Freunde, ich will gar nicht länger über die Kollektion quatschen, denn was ist da los? Ja, ich glaube, ihr wart am Sonntag schon mit dabei. Ich habe ja aufgedeckt, quasi als Privatdetektiv wurden mir hier Dinge zugeschickt, auf die ich natürlich eingehen musste, ich so nicht stehen lassen kann. Wenn hier wirklich große Sportketten hergehen und einfach Fake Supreme verkaufen und die Leute ja an der Nase herumführen, irreführen und ihnen Fake Supreme verkaufen, dann muss ich ja einfach einschreiten. Was sich aber in der Zwischenzeit getan hat, sind sehr, sehr viele interessante Dinge. Vor allem Nachrichten, die mir weiterhin zugeschickt wurden. Wie unter anderem, nicht nur im Hervis werden diese Dinge verkauft, sondern unter anderem auch im Intersport und bei anderen Lokalstores. Anscheinend wird jetzt ganz Europa überflutet mit diesen Supreme-Duplikaten, was natürlich für die Marke Supreme eine Katastrophe ist. Und natürlich auch für die Träger. Also für all jene, die Original-Supreme-Stuff zu Hause haben, die werden natürlich auch nicht unbedingt eine Freude haben, wenn sie alles daran gesetzt haben, hier Originales zu bekommen und auf der Straße jeder mit Fake herumläuft. Viele finden das in Ordnung, viele finden das gut. Ich bin der anderer Meinung. Damit schaufelt man einfach nur noch das Grab von Supreme tiefer. Ich bin auch ehrlich gesagt im Überlegen, diese ganzen Sticker zu entfernen. Ja, vielleicht wäre es ja jetzt an der Zeit. Aber Leute, was viel dreister ist, als hier Duplikate legal zu verkaufen, ist, wenn man, ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter dieser einzelnen Stores angehalten wurden, hier Lügen zu verbreiten, wenn man darauf angesprochen wird. Aber was diese Mitarbeiter hier teilweise von sich geben, ist meiner Meinung nach nicht mehr nur Irreführung, sondern einfach nur Betrug. Ich werde euch das gleich mal zeigen, wir werden uns das gemeinsam hier ansehen. Dieses Video wurde mir zugeschickt von einem aus der Maximilian Army. Sie haben die Verkäufer auf diese Fake Supreme Ware angesprochen und die Reaktionen sind einfach nur unter aller Sau. Diese Lügen, die hier verbreitet werden, eine Katastrophe. Wir schauen uns das gemeinsam an. Das Original. Ja. Eben ist ein riesen Boxlabuch sind. Ja, nein, es ist original, aber es ist halt eher die billigere Variationen, was halt diese Firma hat. Gell? Weil es gibt ja Pullover um 4000 Euro. Ja. Also auf die Frage, ob das original ist, kommt einfach die Antwort, ja natürlich ist das original, aber das ist die billigere Variante von dieser Marke. Es gibt höhere Preissegmente, also Pullover um angeblich 4000 Euro auch, wie die Dame das beschreibt, aber auch günstigere Varianten, damit das quasi jedermann erwerben kann und nur diese Originale werden hier in dem Store verkauft. Also dreister geht's eigentlich gar nicht mehr. Werden wir halt nicht verkaufen da, ne? Nein, ja, weil es ist original, ja. Also unser Arbeitskollektor braucht nur das und der Danke. Aber nein, es ist natürlich original. Die teuren Varianten werden sie logischerweise in dem Store nicht verkaufen, sondern nur die billigeren Varianten. Aber keine Sorge, es ist natürlich original. Und das Beste ist, dass sie sich jetzt einfach auf irgendeinen Mitarbeiter ausredet, der trägt nämlich auch nur das und deswegen kann es nur original sein. Diesen Mitarbeiter XY, den kennen wir natürlich nicht, aber wenn nur der das trägt, bitte Freunde, dann erledigt sich eigentlich jede Diskussion, oder? Was ist da los? Wie kann man das machen? Wie kann man so dreist sein? Ich habe übrigens auch schon eine Nachricht von Hervis bekommen, nachdem die mit Nachrichten bombardiert wurden, weil ich ja diese Story ins Internet gestellt habe, auf Insta-Story, haben sie sich einfach nur gemeldet mit Danke vielmals für das Aufmerksam machen. Wir werden das Ganze intern prüfen und dann schauen wir eh was rauskommt. Und im Endeffekt sind dann schon 90% der Sachen verkauft. Ich habe unter meinen Kommentaren übrigens auch jemanden, der bei Hervis arbeitet und der schreibt hier folgendes. Ich arbeite seit über einem
einem Jahr bei Hervis und es ist so, dass unsere Einkäufer an sich keine Ahnung haben, was die Leute wollen. Da wir erst vor kurzem einen neuen Chef bekommen haben, der hip und cool sein will und so mit seinem Move versucht, die Jugend auf seine Seite zu ziehen, da der Großteil der Kunden meist schon über 40 ist. Ich persönlich konnte es nicht glauben, als ein Kollege mir gesagt hat, dass wir Supreme bekommen und mir von Anfang an klar war, dass wir kein Original Supreme bekommen werden. Von mir aus echt sorry und ich finde das einfach selbst echt lachhaft. Und ich als Mitarbeiter, der sich wirklich mit Hervis identifizieren kann, muss einfach sagen, dass unsere Einkäufer die größten Witzfiguren sind. Ich hoffe nur nicht, dass Leute deshalb nicht mehr zu Hervis einkaufen gehen, da wir, Achtung meiner Meinung, das beste Sortiment und Beratung haben, die es im Einzelhandel im Bereich Sportartikel in Österreich gibt. Das ist übrigens ein Punkt, den ich absolut nicht bestreiten möchte. Auch ich wurde bei Hervis, was Sportartikel betrifft, schon sehr gut beraten. Es geht hier nicht um die sportliche Expertise der Verkäufer, ich bin mir sicher, dass die einiges an Ahnung aufweisen, sondern rein um die Irreführung der Kunden mit dem Verkauf von Supreme Thalia oder Supreme Grip, je nachdem welches Duplikat hier verkauft wird. Meiner Meinung nach ist das einfach nicht in Ordnung, muss aufhören und das ist auch der Grund, warum ich schon dieses zweite Video herausbringe, weil das einfach nicht geht. Ich fühle mich hier als Österreicher und vor allem auch als größter Fashion-YouTuber Österreichs einfach verantwortlich, hier aufzuzeigen und zu sagen, nein, so nicht. Das ist nicht korrekt. Liebe Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren, welche Berührungspunkte ihr schon gehabt habt mit Hervis oder mit anderen Sportketten wie Intersport, die diese Duplikate verkaufen. Würde mich auf alle Fälle sehr interessieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Liebe Freunde, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und seid gespannt. Freitag kommt das nächste Video, vermutlich ein Reaction-Video, vielleicht aber auch was anderes. Ich möchte noch nicht so viel spoilern und am Sonntag dann endlich das neue Promo-Video zur neuen Kollektion Mexican Stand-up von MEM seid auf alle Fälle am Start. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir, euer Maximilian. Ja, weiß, das Original, ja.